Hello guys and welcome to Outdoors with Sandro. In this video, we can learn together from the pros how to convert this empty van into this beautiful home on four wheels. Look at that, they even have a fridge in there. Okay, let's go. Let's go. I am definitely not a morning person. We are in the car now on the highway. Marco is driving and he just missed an exit. That's why we are running late. 13 minutes late. That's absolutely awful in Switzerland. You have to be on time if you're here. We invited the clocks. Invited the clocks? Invited. Invented. Oh. Well, anyways, we are heading now towards the workshop of Yellow Camper, and that's a really magical place because they can convert normal cars into beautiful camper vans. Last summer I made a gorgeous trip through Croatia. Here's the link to all the videos if you want to have a look. And we rented one of their vans and it felt like a home on wheels to me because it has everything you need. And I was so impressed how they fit all those things in this little car, and I just asked the guys, hey, can I bring my camera? Can I come over and have a look how you do that? So that you guys, if you want to convert a camper van, you already have all those tips from the pros. So that's basically all we're gonna do today. That was probably a bit too much talking. Was that too much talking? We are now in Burgdorf, and I think over there, looks like we found where we want to go today. So let's go have a closer look. Let's find out if someone's home. This looks familiar. Let's see if we can find someone. With the dog. Hello. Hi, Patrick. So this here is Patrick. He is one of the founder of Yellow Camper, and he just took some time of his day to show us around in his workshop. We will switch to German because we want to keep it as authentic as possible. So I just made those subtitles for you so you can start reading, guys. Have fun. Patrick, was machen wir heute? Wir gehen heute durch unsere Produktion. Wir schauen uns Fahrzeuge an. Ich gebe ein paar Inputs, ich gebe ein paar Tipps, wie man Fahrzeuge selbst ausbauen kann. Also würde ich sagen, Maske auf und dann geht es zur Produktion. Wo müssen wir lang? Da lang. Okay. Tada. Wir haben hier eine Serienproduktion. Wir haben da eigentlich B2C, also für Endkunden, wo wir Wunschprojekte realisieren, vom kleinsten bis zum größten Fahrzeug. Angenommen, ich möchte jetzt meinen eigenen Camper umbauen oder vielleicht auch die Zuschauer. Was ist das beste Auto, das ich mir kaufen kann für einen eigenen Camper? Grundsätzlich gibt es zwei Gesichtspunkte. Will man damit in die Ferien? Will man damit 3 Wochen, 4 Wochen im Jahr, 5 Wochen im Jahr unterwegs sein? Oder will man ein Alltagsauto, womit man campen kann? Wenn man das zweite will, wäre man eigentlich mit einem Citroën gut bedient. Das gibt es auch baugleich als Toyota und Peugeot und Opel und wie die alle heißen. Es ist immer das gleiche Auto. Und wenn ich jetzt umbauen möchte, was sind die Schritte? Wie gehe ich vor, damit ich aus diesem Ding hier schlussendlich mein neues Zuhause auf Rädern habe? Das hier ist jetzt der Start. Das ist ein leerer Lieferwagen. Man nimmt alles raus, Sitze, Seitenverkleidung, alles. Kurzum wird dann Oleg oben auf der Leiter hier ein großes Loch reinschneiden. Also da kommt ein Loch rein? Ja. Das hier wird dann der Deckel oben drauf. Das ist jetzt ein vormontiertes Aufstelldach. Ja. Wird oben drauf eingebaut, geprüft. Wenn das Dach drin ist, stehen wir hier. Das hier ist jetzt beispielsweise nur die Option Heckküche. Ja. Der wird kein Bett bekommen. Man sieht hier schon, wo da die Leselampen montiert wurden.
Also es funktioniert schon alles. Man hat die Drehregler von der Klimatisierung vom Dach nach hier verlegt. Du musst wissen, grundsätzlich ist dieser Dachhimmel so geformt, dass der Heizungskanäle und alles integriert in dieser Form hat. Und damit es erhalten bleibt, sucht man halt Wege und Mittel. Also die müssen dann die ganzen Lüftungskanäle irgendwie nach hinten ziehen. Genau. Weil die nicht mehr im Dach sind, logischerweise. Der Lüftungskanal ist grundsätzlich hier hinten und man kappt das Ganze im Grunde genommen. Man legt die Bedienung nach hinten und man integriert da diese Lüftungsausströme. Das ist im Grunde ein fast fertiges Auto. Es ist alles regional hergestellt. Es kommt von Unternehmen, die alle samt im Kanton Bern angesiedelt sind. Man sieht eigentlich wieder hier, dass die Matratze genau 3 Auflagepunkte braucht. Es sorgt immer dafür, dass die Matratze einerseits unterlüftet ist, die kann Feuchtigkeit wieder abgeben. Und sie braucht einfach nur diese 3 Punkte. Und ist das auch der, wo man dann alles hier rausnehmen kann, diese Version? Genau, das Fahrzeug ist ziemlich kurz. Also mussten wir darauf eingehen, indem wir künstlich eine Arbeitsfläche schaffen. Also die Matratze findet ihr Ende wirklich im hintersten Punkt. Wenn du dir jetzt vorstellst, direkt neben der Matratze zu kochen, dann ist es sicher ein Nachteil. Ja. Außer man schläft gerne auf irgendwelchen Fettspritzern. Also alles, was ihr, also alles, ihr habt mega viel gemacht, aber ihr habt einfach alles ausgeräumt, ihr habt das Dach ausgeschnitten und ihr habt eigentlich diese kompakte Konstruktion für Bett und Küche reingebaut. Genau. Und dann ist es ein Camper. Wir haben das Ganze so konstruiert, dass das ganze Bett auf den Schienen montiert wird, die im Fahrzeug schon sind. Entweder setzt man da Sitze rein oder man nimmt die Sitze weg, die hinteren, und baut einfach Bett, Küche, alles ein. Ja. Mit wenigen Handgriffen. Also ich zeige dir noch schnell, wie wir das Bett hier drin aufbauen. Im Gegensatz zu dem anderen wird nichts mehr geklappt. Deswegen haben wir uns hier für eine Variante entschieden, die sich wie eine Schublade ausziehen lässt. Das Ganze wird geführt, setzt auch hier wieder diese 3 Auflagen fort für die Matratze. Wird dann ausgezogen, bis es wieder einrastet. Dann ist es fixiert. Man klappt 2 Stützen aus und stellt das in die Schiene. Das ist Magie. Hat dann ein Bett. Jetzt sehen wir eigentlich die laufende Produktion der Betten. Ja. Die werden hier immer gleich in Serie produziert. Also das ist eigentlich auch ein bisschen nebst der Box das Herzstück, ja, vom Umbau. Genau. Eigentlich dieses Bett für Stausystem. Genau, das ist im Grunde genommen das Herzstück. Das ist eigentlich der ganze Camper-Umbau. Die Batterie, das ist eine Lithium-Batterie drin, es ist ein Wechselrichter drin. Es findet alles Platz unterm Sitz, hinter der Verkleidung. Sprich, man hat wirklich ein leeres Auto, wenn man das will, aber der Strom bleibt drin. Was machen die Leute am häufigsten falsch, wenn sie versuchen, das hier selber irgendwie hinzukriegen? Der erste Fehler passiert in der Regel beim Isolieren. Wir haben teilweise schon Kunden hier gehabt, die wollten, dass wir ein Fahrzeug weiterbauen, haben sämtliche Säulen und Streben und alles mit einem PU, mit einem Bauschaum ausgesprüht. Da ist schon alles passiert. Dieser Schaum hat die Eigenschaft, der zieht wie ein Schwamm Wasser an, zieht das schön in die ganze Tragstruktur und es fängt an zu rosten, garantiert. Was wäre die professionellere Lösung? Die professionellere Lösung ist eigentlich, dass man diese Säulen, diese Streben, diese Dachspiegel alles leer lässt. Die eignen sich im Nachhinein auch noch für Kabel durchzuziehen. Erfahrungsgemäß vergisst man immer noch das ein oder andere Kabel und ist froh, wenn man noch einen Ort hat, für das Ganze einzuziehen. Wenn wir den Camper innen verkleiden, ob mit Sperrholz, mit Holztäfer, mit was auch immer, dann wird das Ganze von unten geschlossen und darüber ist ein Luftpolster. Wichtiger ist, dass man die Flächen isoliert, die einfach direkt die Kältebrücke bilden. Okay, sonst noch etwas, was ihr häufig seht, was Leute falsch machen? Zieht die richtigen Kabel ein. Keine eindrähtigen Kupferkabel, sondern Litzenkabel, die auch ausreichend isoliert sind, um in einem Fahrzeug verlegt werden zu können. Man baut sich quasi schon eine Fehlerquelle mit ein. Alles, was Dachfenster, alles, was Seitenfenster ist, nehmt euch die Zeit, lest die Gebrauchsanweisung, klebt es nicht mit Karosseriedichtmasse ein, sondern wirklich mit einem ablösbaren, abtupfbaren Kit. Wenn man das Ganze fix einklebt
ist es garantiert nach ein, zwei Jahren das erste Mal Unlicht. Man sollte entweder gewisse Grundkenntnisse haben oder man muss vielleicht mal mit einem Fachmann reden. Also, worauf es beim Möbelbau ankommt, darauf achten, leichte Materialien zu verbauen. Ja. Keine Spanplatten. Im Falle von einem Crash kommt so ziemlich alles nach vorne geflogen. Oh. Sicher gut, empfehlenswert, ein Pappelsperrholz. Ich gebe dir das in die Hand, du merkst, das Gewicht ist möglichst leicht. Es ist aber trotzdem bruchsicher. Ja, also das wiegt praktisch gar nichts hier. Wenn man Auszüge einbaut, beispielsweise Push to Open oder was auch immer, ja. Normalerweise halten sie vielleicht eine kleine Schublade seitlich noch in der Position. Sobald Flaschen, Kühlbox, was auch immer in so einer Schublade ist, es macht sich immer selbstständig. Man muss es sichern. Es geht sogar so weit, wenn wir eine Kühlbox nach vorne hin zum Ausziehen bauen, sprich zur Schiebetür hin, ja, dann sichern wir diese Schublade noch mechanisch ab. Genau, das sind da diese Metallstreifen da. Genau. Also Patrick, wir haben jetzt so ein paar kleine, feine Camper gesehen. Was ist jetzt, wenn ich etwas komplett Verrücktes möchte? Das ist relativ verrückt. Das ist eigentlich ein sehr geländegängiges Fahrzeug, was wir umbauen. Wollen wir reingehen? Auf jeden Fall. Wir fertigen hier erste Verkleidung an. Das Ganze kommt nachher alles nochmal weg. Es wird alles bespannt. Man sieht ziemlich gut hinter die Kulissen. Hier gibt es dann Lampen. Hier hinter ist jetzt so eine Strebe, die man am liebsten nicht mit Bauschaum füllt. Das ist Isolation. Die liegt zwischen dem Traggerüst und da drauf ist nachher ein Holzboden. Und da muss man schon den Überblick bewahren, ha? Genau, das ist jetzt zum Beispiel, du kannst es ablesen, LED und Fenster. Dachfenster. Genau. Wo gibt es ein Dachfenster? Da. Ach, das ist das Dachfenster. So, Patrick, was noch interessant sein könnte, ist, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, meinen eigenen Van umzubauen, wie viel Geld muss ich da in die Hand nehmen? Ja. Ungefähr. Also grundsätzlich ist es schwer, ein Preisschild dran zu hängen. Es gibt unterschiedliche Ansprüche. Wenn man ein Fahrzeug komplett umbaut, das einfache, robuste, ja, vielleicht ohne viel Schnickschnack, können wir irgendwo ab 15.000 bis 20.000 realisieren. Wenn wir ein komplett fertiges Wohnmobil bauen, dann wird es auch teurer. Wenn wir rechnen, der komplette Umbau plus das komplette Fahrzeug, beides neu, dann sind wir schnell bei 80.000, 90.000 nach oben, keine Grenzen. Okay, also man kann günstig gehen, aber nach günstig oben geht es immer, wie bei allem eigentlich. Und wie sieht es aus mit dem Zeitbudget? Also wenn ich jetzt starte mit dem Umbau und ich möchte das meiste selber machen, hast du so eine Ahnung, wie viel Zeit ich da reinstecken muss? Wir brauchen für so ein Fahrzeug dieser Größe mit einem gewissen professionalisierten Umfeld 200 bis 400 Stunden. Ja. Wenn du dein Fahrzeug privat umbauen möchtest und teilst die 200 bis 400 Stunden auf ein Jahr auf Wochenenden, dann sind wir wahrscheinlich schon bei einem Jahr. Ja. Wenn du im Frühjahr anfängst, gehst du noch nicht im Sommer in die Ferien. Ja, also lieber etwas Vorlauf einplanen. Genau, etwas Vorlauf oder vielleicht auch eine Mischlösung, das eine durch uns machen, das andere selbst machen. Also Patrick, wir haben jetzt viel gesehen über den Umbau. Und jetzt zum Kernstück, zu eurem Herzstück. Was zeichnet denn ein Yellow Camper aus? Kannst du uns da mal kurz eine Tour geben? Sehr gern. Also wir haben eine Heckküche, die ist bei uns ein tragendes Element. Aus dem Grund ist sie wirklich solide gebaut, steht aus einem Stahlrahmen ringsherum, pulverbeschichtet. Jede Schublade ist abgekantet aus einem Aluminiumblech. Drunter ist eine Kühlbox, groß genug für so ziemlich das
gängigste Reihen zu tun. Wenn man da mal am Campingplatz ist, will man vielleicht abwaschen, hat hier sein Wasser. Hier drüber lässt sich kochen. Die Küche ist zum Teil als Konzept bewusst hinten, dass alles, was man da kocht, wirklich draußen bleibt vom Geruch her. Und nebst dem hat man noch Platz für einfach Geschirr, was bei uns immer dabei ist in der Vermietung standardmäßig. Und da ist alles frei. Ja. Und hat noch Platz für Proviant. Genau. Proviant, super, super kompakt. Also man könnte mit 4 Leuten, du kannst gern reinkommen, könnte man hier sitzen, Karten spielen, essen. Ach, und du kannst sogar stehen hier. Und ja, dann hast du hier oben ein Bett, ha? Nehme ich an? Genau. Oben ist ein Doppelbett, unten ist ein Doppelbett, sodass 4 Leute bequem schlafen können im Camper. Was würdest du sagen, wenn du der größte Vorteil, was ist die größte Stärke des Yellow Campers? Worauf seid ihr besonders stolz? Die größte Stärke ist sicherlich die Möglichkeit, dass man zwar draußen, aber bequem kochen kann. Also man hat wirklich die Küche auf Stehhöhe. Das ist wie eine Theke. Camper mit fest eingebauter Küche ist man irgendwo unter dieser Fensterlinie. Das heißt, die Küche ist hier. Das ist nicht praktisch. Ne? Wenn du dich davor stellst, du merkst, dass automatisch hast du irgendwie schon ein Ziehen im Rücken oder du setzt dich hin beim Kochen. Weiterhin haben wir eigentlich sämtliche Camper autark gebaut, sprich wir haben 2 große Solarpanels auf dem Dach. Die versorgen die Bordbatterie mit Strom. Die Bordbatterie ist für so einen Camper riesig gehalten. Ich zeige euch jetzt schnell, wie man das Ganze noch in ein Nacht-Setup umbaut. Man schiebt diesen Sitz vor, man schiebt diesen Tisch vor. Das Bett ist, wie eben erwähnt, sehr robust konstruiert. Es lässt sich umklappen. Man klappt da 2-mal das Ganze um. Die Matratze lässt sich genau gleich umklappen. Wir haben Wert darauf gelegt, auf Schlafkomfort. Der Vorteil ist eigentlich, es ist ein Lattenrost mit eingearbeitet. Und die Matratze wird dann einfach nach vorne umgeklappt. Durch diese schräge Kante gibt es keine Verwerfung. Und man liegt wie daheim. Boah, nicht schlecht. Gut. Okay, Patrick, vielen, vielen herzlichen Dank. Zumindest ich habe wirklich ganz, ganz viel gelernt. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich denke, ich mache jetzt eine kleine Spritztour. Sehr gern. Vielen Dank euch. Viel Spaß. Dankeschön. Ich mache keine Kratzer. Alright guys, this is it. This was my visit at the Yellow Camper. I really hope you liked this video. So please don't forget to hit those thumbs up. If you have any questions, then just write the comments. I try to answer them. Or also check out the website of Yellow Camper. It's down in the description. So I hopefully see you very soon. Don't forget to subscribe because there are new videos every other week. New outdoor adventure for you. With me, Sandro. Goodbye.